Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo mit eurem Olli. Die Sonne ist gerade hinter dem Horizont in der Wüste verschwunden. Natürlich genau die passende Zeit für einen Nachttauchgang. Ja, und nachdem wir am Tag auf einer kleinen Schnorchelexpedition unterwegs waren, geht es jetzt wieder mit Pressluft bzw. mit Nitrox in die Tiefe des nächtlichen Roten Meeres. Mit dabei ist heute mal die Doris, der Schneckenmagnet vom Shams Alam, und wir hoffen natürlich auf einen entspannten und ereignisreichen Tauchgang. Wie ihr es gewohnt seid, klinke ich mich ein, sobald es etwas Interessantes zu berichten gibt. Bis dahin genießt die nächtliche Atmosphäre am Riff. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Da wir bei einem Nachttauchgang nur das sehen, was sich im Lichtkegel unserer Lampen befindet, kann man sich auch schon mal etwas erschrecken, wenn plötzlich aus dem Dunkeln eine riesige Meeresschildkröte auftaucht. Es ist ein Weibchen, was sich sehr häufig am Seil zwischen Hausriff 1 und Hausriff 2 tummelt. Sind auffallend viele Drachenköpfe unterwegs, oder sie sind sonst besser getarnt als heute. Diese gehören wie auch die Feuer- und Steinfische zur Familie der Skorpionfische und verfügen über Giftstacheln in Brust, Rücken und Afterflossen. Das Gift ist für uns Menschen zwar nicht tödlich, kann aber starke Schmerzen und entzündliche Verletzungen mit einer sehr schlechten Wundheilung hervorrufen. Also immer an Regel 1 unter Wasser denken, nur gucken, nicht anfassen, und sollte es zu einer unvorhergesehenen Berührung mit diesem Fisch kommen, sollte man schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.
ich heute mal nicht mit einem Teleskopstab unterwegs bin, sondern meine GoPro auf einem Zweihandstativ befestigt habe, ist es mir halt nicht möglich, in so enge Ritzen wie hier mit der Kamera einzudringen und ja, diese Schnecke dort hinten bildfüllend abzulichten. Sie gehört auf jeden Fall zur Familie der Chromodoris, aber da ich weder die Rhinophoren noch die Cerata erkennen kann, ist die Genaubestimmung halt sehr schwer. Die sogenannten Rhinophoren sind das Tastorgan bzw. die Fühler einer Nacktschnecke und die Cerata ist das Atemorgan, also sozusagen die Lunge der Schnecke. Das ist dann hinten dieser Puschel, mit dem sie Sauerstoff aus dem Meerwasser filtern. Und diese können nun mal je nach Schnecke in Farbe und Form variieren. Ja, und hier sehen wir ein nacktes Gorgonenhaupt. Es gehört wie die Schlangen- und Haarsterne zur Familie der Seesterne. Diese sieht man vorwiegend nachts in voller Pracht, denn da breiten sie ihre Tentakeln aus und hängen sich in die Strömung. Mit Hilfe dieser Tentakeln filtern sie Plankton aus dem Meerwasser. Sobald man sie aber einer Lichtquelle aussetzt, ziehen sie sich zusammen, also sie rollen ihre Tentakeln zusammen und bilden einen eng verflochtenen Ball. Dieses verflochtene Gebilde gibt ihnen auch den Beinamen Korbseestern. So, meine Lieben, das war es hier aus dem nächtlichen Roten Meer vom Hausriff des Shams Alam Resorts in Masa Alam. Wieder mal ein sehr schöner, entspannter und ereignisreicher Nachttauchgang mit vielen verschiedenen Meeresbewohnern. Im nächsten Video geht es dann ans Hausriff Nummer 2. Und wir hoffen natürlich auf ein paar schöne große Meeresschildkröten. Also einschalten und dabei sein. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.